Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen nach der Drittliga-Partie Darmstadt 98 gegen den Halleschen FC. Herzlich willkommen Sven Köhler, herzlich willkommen Dirk Schuster. Herr Köhler, Ihr Kommentar zum Spiel, bitte. Ja, Glückwunsch an Dirk und seine Mannschaft zu dem eigentlich auch verdienten Sieg. Natürlich hatten wir uns das ein klein wenig anders vorgestellt, aber ich denke, vielleicht sogar am 1-0 hat man am deutlichsten gesehen, dass wir versucht haben, Spielerrichtung Erfolg zu kommen, haben also im Einwurf, sagen wir mal, relativ nah am eigenen Strafraum versuchen, den Spielerrecht zu lösen, verlieren den Ball. Die Darmstädter mit einem weiten Einwurf und dann dieser Vielstrebigkeit in der Mitte, das war vielleicht der Unterschied. Durch Einwürfe und Freistöße sind sie einfach mal so in Führung gegangen, dass wir zur Halbzeit 3-0 hinten lagen. Dann ist es dann immer so ein Spiel, wo es darum geht, nochmal irgendwo zu zeigen, dass man als Mannschaft in der Lage ist, dagegen zu halten. Das haben wir, denke ich, in der zweiten Halbzeit entsprechend gemacht. Mit dem Sonntagsschuss 4-0 hinten gelegen, dann ist zumindest dieses 4-1 noch, sagen wir mal, so ein bisschen Ergebniskosmetik. Also Glückwunsch an Darmstadt. So wie sie heute gegen uns gespielt haben, sind sie immer noch weiterhin im Aufstiegsrennen dabei. Dirk Schuster, bitte. Ja, danke erstmal für die Glückwünsche. Ich glaube, dass wir heute von der ersten Minute an gezeigt haben, dass wir dieses Spiel unbedingt gewinnen wollten. Wir wussten, was auf uns drauf zukommt. Halle hat eine Mannschaft, die in der Rückrunde aus den letzten 10 Spielen 19 Punkte geholt hat. Das war uns bewusst. Sie haben in Heidenheim gepunktet, in Chemnitz gepunktet. Wir waren uns dann auch von vornherein der Schwere dieser Aufgabe bewusst, wollten aber auch selber die Akzente setzen, wollten den Gegner bearbeiten, beackern, früh unter Druck setzen, wollten hoch, aggressiv in der gegnerischen Hälfte verteidigen und auch auf frühe Ballgewinne gehen. Das ist uns teilweise ganz gut gelungen. Mich freut natürlich, dass wir aus Standardsituationen Kapital schlagen konnten und dass die Mannschaft weiter auf dem Gaspedal geblieben ist, speziell in der ersten Halbzeit, obwohl wir, genau wie unser Gegner auch, wir in 7 Tagen 3 Spiele hatten, Halle in 6 Tagen 3 Spiele. Das zehrt schon an der Kraft, das hat sich auch irgendwo bemerkbar gemacht, aber ich denke, dass wir heute auch es gut verstanden haben, den inneren Schweinehund etwas zu überwinden und dieses Spiel auch verdient gewonnen haben. Was mich gestört hat, waren die 15 Minuten nach der Halbzeit. Da waren wir etwas zu unkonzentriert. Da waren wir wahrscheinlich schon im Siegermodus und das geht natürlich auch nicht. Da hätte Halle schon kurz nach der Halbzeit den 3-1 Anschlusstreffer erzielen können. Da haben sie sich spielerisch sehr gut bewegt und auch in der einen oder anderen Situation gefährlich vor unserem Tor. Da müssen wir in solchen Situationen demnächst weiter sachlichen Fußball spielen, vor allen Dingen defensiv sehr gut organisiert stehen. Also ist uns in dieser Viertelstunde etwas abgegangen. Und wie es mein Kollege gerade gesagt hat, nach dem 4-0 war die Messe so einigermaßen gelesen. Wobei ich natürlich auch anmerken möchte, dass mich dieser Ehrentreffer von Halle etwas ärgert. Ich hätte lieber zu 0 gewonnen, sodass wir den gesamten Monat März ohne Gegentor überstanden hätten. Das sollte nicht der Fall sein. Trotzdem Kompliment an die Mannschaft, wie sie heute nochmal gefightet hat, 90 Minuten Gas gegeben hat und auch dieses Spiel verdient gewonnen hat. Meinem Kollegen und seiner Mannschaft wünsche ich als erstes eine gute Rückfahrt und für die ausstehenden Partien und Spiele alles Gute, so viel wie möglich Punkte und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Danke, Dirk Schuster. Gibt es Fragen? Es gibt eine Frage und ein Mikro neuerdings, bitteschön. Herr Schuster, 11 Punkte, Vorsprung läuft auf Platz 4, 3, Deutschland auf 2. Wo fällt Ihr Weg hin, wenn Sie die Tabelle betrachten? Auf einen heißen Schlusssport im Aufstiegskampf? Gib's mal ein, 6 Punkte. In meinem Blick fällt auf Platz 3, dort wo wir stehen, mit 60 Punkten. Das ist eine sehr gute Ausbeute aus den bisherigen Spielen für Ende März, überragend. Wir fahren jetzt nach Münster, wollen dort auch was Zählbares holen, wollen dort auch noch Möglichkeit gewinnen. Und dann gucken wir, was am 10. Mal rumkommt. Jetzt den zweiten Schritt vom ersten zu machen, wird töricht unsererseits. Wir sind mit diesen Worten und auch mit dieser Einstellung bisher sehr gut gefahren und werden das auch in der Zukunft nicht ändern. Gibt es weitere Fragen? Es gibt keine weiteren Fragen, dann gibt es weitere Ergebnisse. Saarbrücken gegen Duisburg 0-2, Hansa Rostock, Stuttgarter Kickers 2-2,
VfL Osnabrück-Holstein-Kiel 4:0, Unterhaching Wien Wiesbaden 1:1, Heidenheim gegen Erfurt 2:1, Jan Regensburg gegen Leipzig 0:3, Chemnitz gegen Burghausen 1:0 und Dortmund 2 gegen Preußen Münster 1:1. Wir sehen uns wieder in 14 Tagen gegen Burghausen. Schönes Wochenende noch.